Liebe Zuschauer, ich melde mich mal ganz kurz außer der Reihe zu Wort. Ich bekomme ja viel Fanpost. Ich kenne ja auch sehr viele Leute, E-Mails, alles drum und dran. Aber ich möchte heute jemand ganz besonderen Danke sagen. Und zwar, es geht an den Peter aus Brücken, der seit Wochen als freiwilliger Helfer bei der Hochwasserkatastrophe im Einsatz ist. Leute, in dieser Hölle dort, ich selber war ja beim Hochwasser 2002, da habe ich auch zwei Orden bekommen. Nur jemand, der sowas mal gesehen hat, weiß, was diese Helfer dort durchmachen. Vor allem auch die vielen Opfer, die Menschen, die alles verloren haben und die vielen Toten. Kaum ein Mensch weiß, was das hier ist. Das ist eine abgebrochene Schaufel. 2002 ist diese mir abgebrochen, das war meine eigene. Ich habe sie als Souvenir mitgenommen. Diese steht symbolisch für all das, für all diese Kraftanstrengung, die man erbringen muss bei einem Hochwasser. Übermenschliches leisten muss, 18 Stunden am Tag teilweise, bis zur völligen Erschöpfung. Bis man neben die Sandsäcke fällt und einschläft. Bis man nicht mehr wach wird. Bis man die Hände vor lauter Blasen nicht mehr spürt, nur noch Schmerzen hat. All das steht für die Hochwasserhelfer, für die vielen namenlosen, zahlenlosen Helfer. Die freiwilligen Helfer vom THW, vom Roten Kreuz, von der Feuerwehr und von unserer Bundeswehr. Ich möchte an dieser Stelle die Möglichkeit nutzen, Peter und all diesen Menschen eins sagen. Im Namen von uns allen, danke. Vielen Dank für all das, was ihr für uns leistet. Ihr seid Helden. Ihr seid wirklich Helden. Menschen, auf die unser Land stolz sein kann. Die selbstlos bis zur völligen Erschöpfung Maximum leisten, über ihre eigenen Grenzen so weit hinausgehen. Menschenleben schützen. Hab und gut schützen und Schlimmeres verhindern. Ich kann da nur Danke sagen. Auch dir, Peter, vielen, vielen Dank. Ich kann nicht in Worte fassen, was ich momentan empfinde. Ich war selber dabei und wenn ich nicht einen Angehörigen pflegen müsste, wäre ich bei euch. Wäre ich bei euch und würde helfen und arbeiten und tun und machen, was ich könnte. Wie damals 2002. Das ist emotional, wenn ich daran denke. Und wenn man die Bilder im Fernsehen sieht und die vielen Menschen, die alles verloren haben. Peter, im Namen meiner ganzen Zuschauer, danke. Und sollten wir uns irgendwann auf der Comic-Con sehen, ist es Tradition, Hochwasserhelfern ein kühles Bier auszugeben. Das garantiere ich dir. Ein ganz herzliches Dankeschön und die heutige Sendung widme ich auch dir und all den zahllosen Helfern. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen soll. Danke für alles. Danke. Und bleib gesund und komm gesund wieder.